So Freunde, willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal bei einer weiteren Folge Cattle and Crops. In der vergangenen Folge haben wir das Szenario angefangen. Ein Szenario von der Aussaat bis zur Ernte und haben angefangen Mais zu legen auf einem Feld. Das habe ich jetzt soweit abgeschlossen und jetzt geht es in den nächsten Step direkt rein. Und ich soll wieder eine Azurit oder beziehungsweise jetzt hier eine Azurit andocken. Ich denke mir mal ganz stark an, wir sollen Mais legen und genau das werden wir jetzt an der Stelle tun. Ich wechsle hier mal noch die Szene. Wir steigen wieder in unseren MB-Truck. Ich habe hier mal ein bisschen Gewicht angedockt. Es kam von euch der Hinweis, man kann, wenn man vor dem Gewicht steht und die Aktionstaste drückt, hier Gewichte rauf und wieder runternehmen. Das ist eine ziemlich geile Sache. Ich denke, ich werde das mal jetzt hier voll aufdocken. Ja, und wir werden da hinten die Azurit ankoppeln. Ich guck mal, ob wir das heute vielleicht so hinbekommen, dass ich das per Hand machen kann. Tür lassen wir jetzt hier mal auf. Handbremse lose. Und dann schauen wir mal. Also bis dato habe ich wirklich Fun am Game. Wie lange das jetzt hier noch anhält oder wie die Langzeitwirkung ist, wie lange der Spielspaß anhält, das wird sich mal noch zeigen. Aber bislang habe ich Spaß. So, jetzt wollen wir das doch nochmal sehen, ob wir das nicht vielleicht einfach per Hand machen können. Ich sehe aber leider keinen Punkt zum Andocken. Okay, das machen wir von drin. Gut. In Ordnung. So, müssen wir uns den Hut nochmal einblenden. Füll die Azurit mit Maissaat. Gut, ja gut, wissen wir ja, wo wir es herbekommen. Ich fahre da mal eben schnell hin und dann beladen wir das gute Stück. Und dann gucken wir mal, ob wir dort vielleicht auch noch irgendwo eine Füllstandsanzeige haben. Ja. So machen wir das, würde ich sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier angekommen. Der Professor Farbenstein erklärt uns nochmal den Unterschied zwischen Körner- und Silomais und wie wir was wie wo kaufen können. Vier verschiedene Reifegruppen und so weiter und so fort. Wir fahren jetzt einfach mal ran und füllen hier ein bisschen Saatgut rein. Handbremse an. Mir ist im Übrigen noch aufgefallen, sehr, sehr geil. Wir haben ja hier verschiedene Indikatorleuchten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Allrad anmache, haben wir hier die kleine Allradlampe. Das ist eben eine sehr, sehr geile Geschichte. So, Maiskörner, Saatgut, ja. Was anderes kann ich jetzt hier auch gar nicht wählen. Dann schmeißen wir die mal voll, wobei das Getreide haben wir so viel auch nicht gebraucht. Ne? Also fürs Szenario hier ist es jetzt erstmal egal, aber später sollten wir schon ein bisschen drauf achten, wie viel Verbrauch wir in etwa haben, um nicht zu viel oder zu wenig zu holen. Jetzt schmeißen wir das alles voll. Wir sollen zum Feld, zum Feld 43 fahren. Boah, das ist eine ganze Ecke Weg. Das ist eine ganze Ecke Weg. Ich würde sagen, wir sehen uns am Feld 43 wieder. So, denk auch hier wieder an das Vorgewende. Beim Mais wird es jedoch meist etwas anders gemacht, wenn du eine Einzelkontrolle benutzt. Fahrt zunächst drei Bahnen außenrum. Ja, so kennen wir das ja auch. Ich würde sagen, wir können dann jetzt den HUD abschalten und wir können auch hier den guten Professor abschalten. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Was wir aber mal anschalten, ist halt hier der Allrad. Und dann klappen wir hier mal aus. Das geht schön langsam, so gefällt uns das. Was halt echt immer noch irgendwie zu schnell geht, ist das Absenken. Ne? Da knallt das Ding dann runter, aber gut. Danke auch nochmal für euren Hinweis, dass Spurenanreißer sehr wohl gehen. Ich habe mir das Ganze jetzt... Okay, die Maschine hat das nicht, oder? Müssen wir nochmal ins Radialmenü schauen. Ja, das sehen wir mal, hat nochmal an. Stützfüße, Spurenanreißer. Doch. Quickslot-Auswahl. Auf die 3. Jetzt ist es auf der 4. Womit habe ich denn die Taste belegt? Wartet mal, da muss ich jetzt nochmal gucken. Spurenreißer, Quickslot 3. Nee, dann habe ich das wahrscheinlich auf die 5 gelegt. Das kann natürlich auch sein.
Aber muss ich noch mal gucken. Auf jeden Fall hatte ich eine Taste dafür belegt. Das schaue ich jetzt eben noch mal nach und dann gucken wir aber noch mal ganz schnell. Wir befinden uns jetzt, wir müssen hier rechts ans Feld ran, lange Seite. Das passt eigentlich schon ganz gut. Dann fahren wir hier noch mal runter. Ja, großes Manko sind nach wie vor noch fehlende Feldeinfahrten. Das ist nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich hätte schon gerne einen Anhaltspunkt, wo ich hier entsprechend ansetzen kann. So, ich tauche nochmal schnell meine Einstellung ab. Quickslot 3 könnten oder sollten wir jetzt belegen. Quickslot 3 ist diese Taste hier. Ja, stimmt doch eigentlich. Speichern. Nochmal, dann belegen wir das Ganze noch einmal. Stützspurreißer ausklappen auf den Quickslot 3. Jawohl. Wir starten die Maschine. Ah, jetzt klappt das Ganze, ne? Also dank nochmal eurer Hilfe, euren Hinweisen in den Kommentaren, habe ich das jetzt endlich auch begriffen. Das ist sehr schön. So. Und ich würde sagen, wir legen langsam los. Aber bitte mit dem anderen Spurenanreißer. Geht der nur einseitig? Moment. Spurenreißer auf und zu klappen. Tank. Oh ne, wir können den Deckel tatsächlich öffnen. Ei, das ist schon geil. Aber komischerweise kann ich jetzt den Spurenreißer vielleicht, muss ich da nochmal eben schnell schauen, den Deckel machen wir mal wieder zu. Wenn wir die Maschine ausheben. Hier nimmt er den links, ja, den möchte ich aber nicht. Nimmt er jetzt den rechts? Nein, er nimmt nur den links. Hm, Bug an dieser Stelle? Gut, dann müssen wir das doch nach Optik machen. Ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Textur beim Legen ist die gleiche wie beim Weizen. Das ist auch schade. Hier hätte man meist mal noch den Reihenabstand mit simulieren können in der Textur. Aber das ist eine Sache, gut, die kann man ja noch nachpflegen, sage ich mal. Finde ich zumindest sehr, sehr schick, muss ich sagen. So, dann heben wir hier mal aus. Das müsste eigentlich passen. Ja, das sieht gut aus. Aber nicht ganz so schnell. Die Mais aus Saat unterscheidet sich in den meisten Fällen vom Getreide. Maiskörner sind größer und einzelne. Okay, er erklärt hier nochmal, warum sich jetzt die Maisaussaat von der Getreideaussaat ändert. Für all diejenigen, die sich das durchlesen wollen, können ja gerne Pause drücken. Ich persönlich, mich stört das ein bisschen. Also, alles gut, ne? Aber ich brauch's jetzt hier nicht. Okay, war vielleicht ein bisschen zeitig, aber gut. Was halt tatsächlich so ein Punkt ist, ist, dass die Böden immer matschig irgendwie sind. Also zumindest scheint so, ne? Es spritzt ja auch immer hoch und ja, ich weiß es nicht. Man könnte natürlich mal im F1-Menü schauen. Wir sind auf dem Feld, ja, 43, das passt doch. Feuchtigkeit tief 270 Liter pro Quadratmeter. Eigentlich im Idealfall, da sollte es gar nicht so matschen. Hm. Nun ja, was soll's.
Vielleicht wird daran auch nochmal was geändert, weil das ist schon etwas, das irgendwie, ja... Ich meine, es ist schön, wir haben quasi so einen halbdynamischen Boden, das fetzt schon. Aber dass hier immer alles so nass ist, finde ich auch eher schwierig. Ansonsten fühlt man bei Cattle and Crops deutlicher die zu fordernde Leistung. Das kann ich an der Stelle definitiv sagen. Man merkt schon, dass die Geräte ziehen. Das merkst du auf jeden Fall. Das merkst du im LS nicht unbedingt. Nicht unbedingt. So, das ist da einigermaßen in Ordnung vom Vorgewende her, ne? So, ziehen wir das hier rein. Jetzt fahren wir hier noch ein bisschen drauf rum. Ich weiß nicht, wie das dann später aussehen wird. Es ist nun mal so. Also, wenn wir das Maiskorn, das Saatkorn hier ein bisschen festfahren, dann boah, ist das eigentlich nicht weiter schlimm. Ist natürlich blöd, wenn wir da so eine Riefen ziehen. So, jetzt hier wieder ein bisschen Augenmaß gefragt. Aber hier merkt man schon ganz deutlich, wir haben Schlupf, wir haben ordentlich Schlupf. Kann ja jetzt in dieser frühen Jahreszeit durchaus mal vorkommen. Die Frage wäre, ist es dann immer noch so, wenn der Boden deutlich trockener ist? Würde mich mal an der Stelle interessieren. Vielleicht könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Aber er rutscht halt auch ganz schön. Na, das ist immer so ein bisschen wie auf rohen Eiern. Also, ne? Fahrverhalten. Hier können wir vielleicht nochmal aus der Ecke raus starten. Nicht optimal. Ja, obwohl, es ist okay. Das Verhalten vom Getriebe in der Wendeschaltung, das finde ich bei Cattle and Crops halt, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, das finde ich wirklich richtig gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und der MB-Truck. Der MB-Truck, der gefällt mir auch. Ups, mal ein bisschen aufpassen, der Professor Farmstein erzählt hier weiter so ein bisschen gut in dem Szenario. Es ist auch völlig in Ordnung, ne? Es ist neben den Tutorials nochmal ein echt schöner Einstieg für all diejenigen, die die Unterschiede noch nicht so kennen, die vielleicht landwirtschaftlich noch nichts gespielt haben und sich jetzt mal so an ein Spiel rantasten, ob dann Cattle and Crops das Richtige an der Stelle wäre. Ich meine, erklärt wird es ausreichend, das ist kein Problem. Aber ich glaube, gerade was das so das Probieren angeht, ja, da ist der LS doch etwas arcadischer und vielleicht einfacher für den Einstieg, wenn man das jetzt mal vergleichen möchte. So, also drei Vorgewendebahnen sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt gar nicht so richtig. So, dass ich jetzt hier wahrscheinlich auf- und abfahren würde. Ich schalte mich nochmal ein, wenn ich damit durch bin. So. Ich bin durch. Wir können uns das jetzt außen nochmal angucken. Handbremse habe ich. Naja, Handbremse habe ich. Ja, texturentechnisch. Ja. Na, also wie Einzelkorn sieht das jetzt vielleicht. Naja, es ist. Es sieht nicht aus wie Einzelkorn, sagen wir mal so. Mal gucken, wie es dann hinterher aussieht. Wir können mal. Quatsch, hier ist es ja F1. Können wir das jetzt hier nochmal sehen? 96,6% Mais. Kann ich das andere alles ausblenden? Keine Ahnung, wo da noch eine offene Stelle ist. Wir sollen das Gefährt jetzt zurückbringen. Das möchte ich an der Stelle natürlich tun. Klappen wir ein. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis mit dem Spurenanreißer.
Ist es ein Bug? Ich weiß es nicht. Oder habe ich was falsch gemacht? Ihr werdet es mir dann ja gleich sagen. Oder in die Kommentare schreiben, besser gesagt. Und wirklich, die Manne-Keykins von Masterbrain Bytes, guckt doch mal, ob ihr zukünftig noch ein paar Feldeinfahrten machen könnt. Das bringt noch mal so ein gewisses Feeling, was es halt jetzt dann nicht hat. So, wir werden das einfach wieder so abstellen, wie wir das auch entgegengenommen haben. Aber jetzt möchte ich nochmal in das Menü schauen, in das Radialmenü. Stützfüße senken. Müssen wir doch nochmal nach außen gehen, um das zu sehen. Was macht er da? Zum Abstellen. Genau. So möchte ich das haben. So ist das schön. Das ist halt sehr schön. Wenn sie was machen, dann machen sie es halt, wie gesagt, sehr schön detailliert. Okay, nur so umgefallen. So sollte das nicht sein. So, fahre zurück zum Hof. Na gut, fahren wir nochmal zurück zum Hof. Ja, gucken wir mal, wo wir uns... Ja, dort hinten sollen wir uns abstellen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Letzten Endes wäre jetzt eigentlich nur Wachstum. Ich weiß noch nicht, ob es nochmal... Obwohl, eine Düngegabe könnte es nochmal geben. Geschafft, der Händler bringt die Maschine jetzt auf Vordermann, also sieht, dass weiterhin alles einwandfrei funktioniert. Okay, und bereitet sie dann für den nächsten Kunden vor. Ja, alles klar. Ach nö, waschen müssen wir nicht. Waschen müssen wir noch nicht. Dann gehen wir dann nochmal kurz ins Haus, da sollen wir uns jetzt hinbewegen. Wieso rollst du? Da. Habt ihr gesehen, wie die Sitzfederung, wenn ich hier rausgehe, zack, geht der Sitz hoch, wenn ich reingehe, wups, geht's runter. Das ist auch ein wunderschönes Detail. Kleinkram, ne? Aber wunderschön. Schauen wir mal, was uns jetzt im Haus erwartet. Das gucke ich mir mal eben noch an. Ich mache mal hier das Menü an. Ah ja. Es wird vorgespult, es findet Wachstum statt. Begib dich zuerst zu deinem Getreidefeld, wo gerade mit Mineraldünger nachgedüngt wird. Ja, Freunde, also das ist jetzt noch eine Nachsynchronisation. Es hat wahrscheinlich zwischendurch mal geregnet. An der Stelle werde ich jetzt das Video beenden. Wir werden im nächsten Video dann an dieser Stelle hier weitermachen. Das war es auch schon mit der Synchro. Und gucken uns mal an, wie es dann hier in dem Szenario weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Däumchen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Euer Feedback wie immer in die Kommentare. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.